Das prägendste Auto seiner Kindheit war der VW Käfer seines Onkels. Seine Lieblingsfarbe ist blau und seine Lieblingsautomarke Seat. Magister Wolfgang Wurm. Da er schon als Kind die Geräusche der unterschiedlichen Marken kannte, schlug es ihn nach der HTL in die Autobranche. Der zweifache Familienvater steht seit 2008 an der Spitze von Seat Österreich und hat die Marke inzwischen auf Platz 3 der Zulassungsstatistik gehievt. 2019 durfte er sich über ein neues Rekordergebnis freuen. Ein Geheimnis dieses Erfolges ist die Nähe zu den Händlern und neue Modelle. Das jüngste Kind vom spanischen Autobauer ist der neue Seat Leon. Ja, es ist einmal der größte Leon, den wir jemals gebaut haben. Also man hat innen sehr fürstliche Platzverhältnisse, nämlich nicht nur vorn, sondern hinten. Und wenn man ein Kombi nimmt, dann hat man auch einen riesen Kofferraum. Das war ja immer auch ein Wunsch der Kunden, denen ist entsprochen worden. Aber trotzdem ist eins beibehalten worden, dieses dynamische, von Seat bekannte her Design, das jetzt auch das Familiensicht kriegt, diese scharfen Kanten, das ein bisschen vorspringende Kühlergrill. Und natürlich ist das Auto grundsätzlich neu entwickelt worden. Man hat alles neu gemacht, innen, außen, man hat die Digitalisierung, die Konnektivität gemacht. Man hat aber ein Auto innen, das jetzt, sage ich mal, schöner wohnen. Man hat die Knöpfe reduziert, damit das Design sehr hervorspringt. Und man hat alles sehr weit automatisiert, soweit es geht. Sprachsteuerung, natürlich die Verbindung mit dem Handy, alles das ist drinnen. Und ich denke, mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis, denn dafür ist auch Seat in Österreich bekannt. Cupra hat sich inzwischen als eigenständige Marke etabliert, läuft überraschend gut und spricht den sportlichen Kunden an. Der Cupra hat natürlich auch immer entsprechend Power PS, also der hinter mir hat 300 PS, da geht schon richtig was weiter für ein SUV. Und der Cupra war ja früher immer die höchste Ausstattungsvariante und hat sich außerentwickelt als eigene Marke. Und diesen Herbst werden wir das erste Modell bringen, das dann nur mehr als Cupra ist, also gar nicht mehr bei Seat gibt, und das wird der Formentor werden, ein wunderschöner SUV, ein Coupé-artiges, sehr scharf gezeichnet, und ich denke, man sieht es halt bei den ersten Erfolgen beim Cupra, ob es jetzt beim Leon, beim Ateca ist, dass die Leute dieses Modell sehr, sehr mögen, dass gut angenommen wird, und in Zukunft bringen wir Plug-in-Hybride auch noch, auch elektrische Autos, die es dann bei Cupra geben wird. Doch Wolfgang Wurm sucht das Außergewöhnliche. Deswegen entstand im 14. Bezirk in Wien im Auhof Center ein besonderes Projekt. Seat eröffnete dort eine Tapas-Bar. Mit einem sehr, sehr guten Koch, das ist der Juan Amador, der sehr hohes Verständnis für Tapas hat. Und dort kann ich mir dann das Auto anschauen, ich kann Probe fahren gehen, ich kann aber auch sehr, sehr gut essen. Und das, was man an Spanien oder in Barcelona am Abend so schätzen, ich sitze mich hin, trinke ein Glasl Weißwein und fange die Tapas zum Essen an, die Kleinigkeiten, die Gusto-Stückerl. Das machen wir in Wien jetzt auch möglich, damit wir mal sehen, wo kommen wir her und dass die Leute mal in einem ungewöhnlichen, entspannten Raum sich das Auto anschauen können oder auch Probe fahren. Aber wichtig ist immer, zuerst Probe fahren und dann erst den Rioja-Dränger. Wolfgang Wurm und Seat. Eine Kombination, die Erfolg verspricht.